Service-IT, unsere beiden, die sich das so gezeigt haben, unsere Angestellten, sind uns ja verlustig gegangen. Boris ist komplett ausgeschieden, Thorsten ist krank und nicht handlungsfähig. Das war die Situation zumindest in der zweiten Jahreshälfte 2016 quasi durchgehend. Da ich irgendwann meine Landes-IT fast komplett an den Bund abgegeben habe, hätte ich ein akutes Problem, wenn die Bundes-IT nicht funktioniert. Aus dem Beweggrund habe ich mich dann dort so ein bisschen reingedrängelt, habe ein Treffen der Kernadmins in Wiedershausen beim SIR organisiert Ende November. Dort haben wir erstmal eine Dokumentationsgrundlage geschaffen und ich wurde dann auch im Dezember zum Leiter Bundes-IT berufen, zumindest so lange, bis Thorsten vielleicht wieder da ist. Und versuche das jetzt ein bisschen auch auf eine Art zu betreiben, dass ich denke, es gibt viele Menschen in dieser Partei, die ein Interesse daran haben, mal zu hören und zu sehen, was bei uns eigentlich läuft, was nicht läuft, wo die Probleme liegen, weil das wird man gleich in dem Vortrag sehen, es gibt in dieser Partei im Moment ein paar Dinge, da bin ich plan gegenüber Bundes-IT. Das ist sowas. Das ist ein Zitat aus einem Antrag, der in einer Gliederung der Piraten unlängst gestellt wurde. Die Bundes-IT ist vollkommen überlastet, die Infrastruktur marode. In den letzten Monaten gab es diverse schwerwiegende Ausfälle. Die IT muss zwingend entlastet werden. Eine weitere zusätzliche Belastung ist improduktiv und führt zu neuen Problemen. Derzeit können nicht einmal einfache Tickets durch die Bundes-IT betreut werden. Auch ist nicht absehbar, dass das Angebot der Bundes-IT digital langfristig kostenneutral sein wird. Absehbar sind derzeit deutlich höhere Kosten als bei externen Ausschreibungen. Als ich das mitgekriegt habe, ist mir der Kragen geplatzt, da bin ich laut geworden. Ich möchte mal ein paar Aussagen ohne Rücksprache mit der Bundes-IT übrigens, ja, also nicht ein einziges Mal. Und der Typ hat meine Telefon. Ich greife mal ein paar Aussagen daraus. Die Hardware ist marode, wir sind vollkommen überlastet, es gab diverse schwerwiegende Ausfälle und es werden deutlich höhere Kosten auf uns zukommen und werden die nacheinander mal behandeln und versuchen, Fakten dagegen zu stellen. Erstmal, wie sind wir überhaupt hardwaremäßig aufgestellt? Wir haben ganz oben zwei Firewalls, dann gibt es in dieser Struktur zwei Switches und noch einen dritten, der eine Spezialfunktion hat. Es gab zwei Storage-Systeme, eins ist Anfang des Jahres tatsächlich kaputt gegangen, das ist an Altersschwäche verstorben. Dafür kriegen wir aber jetzt ein neues. Der Bundesvorstand hat uns tatsächlich für, ich glaube, 4.300 Euro im Komplettausbau ein neues bewilligt. Wir haben da 11 Server, die sind zwei davon Dell PowerEdge R815, die sind relativ groß, sind aus dem Jahr 2013, also relativ neu, mit denen haben wir keine Schmerzen. Die anderen sind alle aus dem Jahr 2010. Der Support ist ausgelaufen 2013. Die Supportverlängerung, die letzte, die wir hatten, ist ausgelaufen 2016 im Herbst. Und wir haben derzeit für keinen dieser Server mehr irgendeinen Wartungsvertrag. Die sind aber zumindest von der Menge her so redundant, dass ich kein akutes Problem damit habe. Das heißt, wenn mir da eine Kiste aussteigt, dann habe ich immer noch mehrere andere, die die Funktion mit übernehmen können. Und dann gibt es da noch so einen Terminal-Server, der hat auch eine Spezialfunktion. Ich zeige das mal in einem Bild. Fangen wir mal oben an, ist Internet. Dann stehen da zwei kleine Firewalls, das sind eigentlich auch Server. Wir betreiben das mit diesen Linux-Firewalls. Die zwei Kisten können sich gegenseitig ergänzen. Und wenn ich sage, wir sind einigermaßen redundant, am 2. Januar, glaube ich, ist uns die linke von diesen beiden Kisten komplett verstorben. Die ist kaputt. Die ist halt einfach auch 7 Jahre alt, war nicht mehr zum Leben zu erwecken. Das hat man nach draußen nicht mal gemerkt. Wir haben einfach für 200 Euro einen anderen Refurbished-Server geschossen, der relativ klein ist, weil viel Leistung brauchen diese Kisten an der Stelle nicht. Haben den eingebaut, haben die Config draufgespielt. Das große Problem, was wir hatten um Weihnachten rum, sind diese zwei Switches, die HP-Probe-Curves rechts und links. Dort sind wir tatsächlich in ein Risiko gelaufen, was ich bei objektiver Betrachtung für vernachlässigbar gehalten hätte. Das sind zwei Switches, die sich gegenseitig vollautomatisch ergänzen. Wenn der eine ausfällt, macht der andere die Arbeit für beide mit.
diese Switches haben einen lebenslangen Support von HP. Und lebenslang in dem Fall heißt, dass im Supportsystem von HP als Endezeit der Wartung eingetragen ist 2100 irgendwas. Es sind 100 Jahre, die HP darauf Garantie gibt. Und die hatten auch kein Hardware-Problem, die hatten ein Software-Problem. Etwas, wo man nicht vorgefeit ist, aber ein Risiko, was sich in der Struktur und mit den finanziellen Mitteln, die wir haben, quasi nicht ausgleichen kann. In einem professionellen Rechenzentrum hätte man vielleicht irgendwo im Schrank noch ein Trittgerät gehabt, hätte das rausgezogen, hätte das eingebaut, hätte die Config rausgeprügelt und fertig. Haben wir aber nicht. Und wir haben eine ganze Weile gebraucht mit dem HP-Support zusammen, um die beiden Kisten wieder in einen funktionsfähigen Zustand zu bringen. Und das hat auch noch Folgefehler hinterlassen, weil ein paar Tage später diese Kisten uns nochmal ausgestiegen sind. Und obwohl HP uns nicht offiziell eine Ursache mitgeteilt hat, die waren ja auch da wieder mit im Boot, der Support, hat ein Techniker zu uns gesagt, es mag sehr wohl sein, dass durch den ersten Ausfall in einer bestimmten Untereinheit des Switches ein ARP-Cache vollgelaufen ist. Die Techniker werden es verstehen, für die anderen ist egal. Ich will es nicht weiter ausführen. Und das hat dann nochmal zu einem ähnlichen Ausfall geführt, der aber schneller behoben werden konnte. Das sind aber tatsächlich Risiken, die wir können uns nicht einfach für ein paar tausend Euro nochmal so eine Kiste kaufen, um sie in den Schrank zu legen. Das ist etwas, da werden wir vielleicht mit leben müssen, dass uns sowas mal passiert. Das war, glaube ich, der schlimmste Ausfall, den die Bundes-IT je hatte. Ich kann mich zumindest an keinen schlimmeren erinnern. Und das ist ärgerlich für alle Beteiligten, aber 100% gibt es halt nicht. Das ist, denke ich, einfach so. So, weiter zu der Struktur. Ihr seht dort App 1 bis 6, diesen größeren Block. Das sind diese sechs etwas älteren Application-Server. Darauf läuft eine Virtualisierungsumgebung, Zen. Auf diesem Zen laufen die Dienst-VMs als virtuelle Systeme. Und wenn einer von diesen sechs Servern aussteigt, und dann ist dieses Zen in der Lage, die Dinge woanders hin zu verschieben. Das heißt, dort sind wir so redundant, dass uns das jetzt nicht mit hoher Priorität als Risiko erscheint. Die App 7, da sieht es schon ein bisschen anders aus. Das ist nämlich eine Kiste, die ist von genau demselben Typ wie die App 1 bis 6, auf der laufen unsere beiden Windows-Systeme. Auf diesen Windows-Systemen läuft das Sage, unsere komplette Mitgliederverwaltung und unsere komplette Finanzbuchhaltung. Diese Kiste gibt es nur einmal. Und das ist auch kein Xen. Das heißt, wenn mir die Kiste jetzt morgen aussteigt, dann ist Sage weg. Das ist ein hohes Risiko, das haben wir erkannt und wir werden noch im Februar, geplant ist jetzt, glaube ich, das Wochenende 18. 19. diese dort auch als virtuelle Systeme laufenden Windows-Systeme in den Xen-Pool verschieben, damit wir möglichst eine Redundanz aufbauen können. Das heißt, wenn die dann auf der App 1 bis 6 laufen und dann kann ich auch bei Ausfall von App 3 halt das Ding auf der App 4 hochfahren oder so, ja, dann ist das Sage nicht akut bedroht. Dann haben wir diese zwei etwas neueren Systeme, die sind auch halt größer ausgebaut, leistungsfähiger, diese Big Boys von 2013 aus der 100K-Aktion. Und unten drunter zwei Storage-Systeme, die Größenverhältnisse sind natürlich falsch dargestellt. Die Huawei Ocean Store ist relativ neu, auch von 2013, für die haben wir auch Support vom Hersteller, für den wir im Moment nicht mal große Kosten haben. Und mit der sind wir sehr zufrieden, die hat aber nur 6 Terabyte an Platz. Die Tekus da unten, das ist das System, was an Altersschwäche verstorben ist. Die war so 7 oder 8 Jahre alt, ich weiß gar nicht genau, wann die gekauft wurde. Die ist weg. Die bootet in eine Rettungskonsole und dann macht man irgendwas und restartet sie und dann bootet sie in eine Rettungskonsole. Ad infinitum. Nicht mehr zum Leben zu erwecken. Abgesehen davon, dass die Platten, die da drin stecken, natürlich auch 7 oder 8 Jahre alt sind, das erhöht die Zuverlässigkeit nicht zwingend. Diese Tekus hatte 12 Terabyte, also sind uns gerade 2/3 unseres Plattenspeicherplatzes weggebrochen Anfang des Jahres. Das war, ich glaube, die erste Krankmeldung von dem System per Mail kam am 29.12. und so am 2.1. war sie dann tot. Ich habe... Loki hat ein Ersatzsystem rausgesucht für relativ billiges Geld, eine QNAP, ein Storage-System. Wenn man da 6 Platten reingesteckt hätte, hätte das Kosten gehabt von 2.660 Euro oder so. Das haben wir dem Bundesvorstand vorgeschlagen, optional eine Wartungsverlängerung auf 3 Jahre mit Komplettaustausch Next Business Day, also nächster Werktag. Wenn das Ding kaputt ist, stellen die uns ein komplett neues Gerät hin, wir ziehen die Platten aus dem einen in das andere, bauen das eine ein, das andere aus und sind wieder da.
nochmal 470 Euro. Das heißt, wir haben versucht, da preisbewusst auch zu agieren. Ich habe dann dem Bundesvorstand das geschickt. Der Bundesvorstand hatte dieses Angebot zur Vorstandsklausur Anfang Januar, am 1. Januar-Wochenende. Sie haben es dort aber noch nicht beschlossen gehabt, weil Lothar nochmal Alternativangebote haben wollte. Zum Beispiel, ob wir die Möglichkeit haben, bei unserem Hoster lokalen Plattenplatz, also Speicherplatz anzumieten, ob das vielleicht günstiger käme, weil man da ja auch flexibler in den Größen ist. Es hat sich aber herausgestellt, dass der Speicherplatz bei unserem Hoster, der sehr viele Vorteile hat, aber an dem Punkt so teuer ist, dass sich das nicht lohnt und sich diese Anschaffung von einem neuen Storage-System in weniger als einem Jahr amortisiert. Wir reden ja hier auch nicht von ein paar Gigabyte, die wir da unterbringen müssen. Also kriegen wir spätestens Dienstag, schätze ich, weil bestellt ist es, ein neues Storage-System und das bauen wir dann ein. Und das hat dann Lothar so besprochen mit mir, auf Lothars Wunsch, den nicht auf Wunsch der Bundes-IT, lege ich viel Wert drauf, dass wir das Ding im Vollausbau kriegen und mit der Garantie. Das sind dann 4.300 Euro, aber das Ding hat 12 Platten, a 4 Terabyte. Wenn wir das sehr konservativ konfigurieren mit einem RAID 10, haben wir effektiv gewonnen etwa 24 Terabyte an Speicherplatz. Das ist der Platz, auf den wir Backup machen. Das war nämlich auch eins der Probleme bei dem Switch-Ausfall und dadurch, dass dieses alte Storage-System Tekus die Hufe hochgerissen hat, das war unser Backup-Platz. Wir haben Backup gemacht von einem Storage-System auf das andere, weil wir haben die externe Bandbreite nicht mehr. Die hat uns früher mal ein Tausender im Monat gekostet, extra, um eine Gigabit-Anbindung nach draußen zu haben. Wenn wir die noch hätten, könnten wir natürlich Daten auch zum Beispiel zur NRW-IT oder Bayern-IT oder wo ganz anders hin spielen, aus Kostengründen. Und da wehren wir uns als Bundes-IT gar nicht dagegen. Hat man das verringert auf eine sehr viel preiswertere und deutlich kleinere Anbindung. Dadurch fehlt uns aber jetzt tatsächlich die Bandbreite nach draußen, um diesen Weg zu gehen. Also müssen wir irgendwas Internes finden. Deswegen das neue Storage-System und dann kommt das Backup zumindest auf einen Teil dieser Platten. Da hängen noch so ein paar Einzeldinger drin. Hier unten Store 1 und 2, das sind auch zwei ältere Server, das waren Datenbank-Hosts. Die hat Loki während des Ausfalls leergezogen, die Datenbanken woanders gelagert. Da lagern jetzt die allerwichtigsten Backups drauf. Aber allzu viel Platz ist das halt nicht. Das sind keine Terabyte, die einen lokalen Platz haben. Und hier so ein Terminal-Server und dieser Cisco-Switch, der da oben noch drin hängt, das ist alles nur Hardware, Beiwerk, damit wir auch, wenn so ein App-Server mal ausfällt, von hinten an die seriellen Schnittstellen und an die Remote-KVM-Konsolen noch rankommen. Das ist so der Hintereingang zur Hardware, wenn die Hardware ein Problem hat. Das ist ungefähr die Darstellung von dem Storage-Platz. Links der rote Brocken ist uns weggebrochen. Der blaue ist die Huawei Ocean Store, die haben wir noch. Und rechts das rote ist das, was wir jetzt dazu kriegen mit der QNAP. In, wie gesagt, dem konservativsten Ausbau. Man könnte das vielleicht auch anders konfigurieren, dann wird der Balken entsprechend höher. Aber eigentlich brauchen wir gar nicht so wahnsinnig viel. Da ist es mir lieber, ich habe auf dem Storage-System die Sachen auch zweimal und dafür insgesamt nutzbaren Platz ein klein bisschen weniger. Aber mit den insgesamt 30 Terabyte, die wir dann da haben, ab nächste Woche, können wir leben. Zu dieser Xen-Landschaft, wo also im Grunde alle Dienste, die nach draußen irgendwie angeboten werden, laufen tatsächlich als virtualisierte Systeme auf diesem Xen. Da haben wir einmal dieses App 1.6 Konstrukt und einmal die Bitcoin 01 und Bitcoin 02. Zwei Hardware-Pools, wo jeweils so ein Xen-Pool drauf liegt. Das sind derzeit etwa 100 VMs, von denen sind ungefähr 70% tatsächlich auch produktiv genutzt. Wenn man sich virtuelle Maschinen. Wenn man sich fragt, warum das so viele sind, naja, schon allein eine einfache Website, die Bundeswebsite, hat 4 VMs. Einmal für Webserver und WordPress, produktiv, Datenbank produktiv, Webserver und WordPress Test, Datenbank Test. Und schon sind 4 Maschinen verbraten. Wir sind da an vielen Stellen eigentlich redundant und mit dem neuen Platz, den wir jetzt haben, haben wir dort auch wenig Probleme, weitere Systeme draufzubringen. Das ist so mal eine grobe Liste von den Diensten, die Bundes-IT erbringt. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass sie vollständig ist. Ich habe nicht nachgeforscht gestern, sondern das ist das, was mir auswendig eingefallen ist.
Das sind halt die Webseiten. Wir haben ja noch diese Landschaft bei uns intern, heißt die Vogone oder die Server heißen Vogone. Das ist ein WordPress-Multisite. Da laufen ganz viele Auftritte drauf, auch für andere Gliederungen. Die Bundeswebsite, die im Moment haben wir die nach Bayern ausgelagert, weil wir mit den Bayern in Sync bilden wollen, also um eine Redundanz zu erzeugen. Die Webseiten, die auf Bundesebene liegen, quasi nach Bayern synken und wenn die Bayern möchten, auch umgekehrt die Webseiten, die es in Bayern gibt, zum Bund synken. Und dann kann man einfach über das DNS umschalten, welcher Auftritt gerade nach draußen ausgeliefert wird, falls irgendeine von den beiden Seiten mal Probleme hat. Das ist konkret angedacht, da bin ich auch gerade dran mit den Leuten von der Bayern IT und es wird in den nächsten paar Wochen dann irgendwann mal starten, hoffe ich. Ja, dann haben wir davor, vor den Webseiten, einen Traffic-Server, das ist ein Caching-Proxy. Wenn man von draußen eine Webseite anfragt, muss das nicht jedes Mal bis ins WordPress und in die Datenbank durchschlagen, weil das erzeugt eine gewisse Last auf den Platten und in den CPUs. Das heißt, wenn eine Anfrage kommt, dann krallt sich der Proxy diesen Inhalt, verwandelt ihn in statischen Inhalt, der nicht erst vom WordPress erzeugt werden muss und legt sich den in seinen Cache und bei der nächsten Anfrage liefert er einfach diesen Cache-Inhalt aus. Das nimmt sehr viel Last vom System. Dann natürlich E-Mail, Mailinglisten, das OTRS, das Sync-Forum, das Wiki, zwei Instanzen von Ad-Servern, Verwaltungsserver, also hier die Windows-Kisten, Sage CRM und so, Jabber, da gibt es noch eine Fotodatenbank, die nicht wirklich benutzt wird und dann natürlich die Infrastrukturdienste, die man braucht. Wenn ich und glaub, euer Redmine. Ja? Euer Redmine. Ja, Redmine zum Beispiel, habe ich vergessen, seht ihr? Also da sind einige, es gibt zwei Redmines übrigens. Ja. Sind wir überlastet? Personell? Ja. Das ist die größte Baustelle, die Bundes-IT derzeit hat. Wir sind 5 Core-Admins, das heißt die Leute, die tatsächlich auf der Landschaft und auf der Hardware Root haben, die wirklich auf einer unteren Betriebssystemebene was tun können. Es gibt noch 4 Admins für Einzelsysteme. Auf dem Papier noch ein paar mehr, aber von denen höre und sehe ich nichts im Moment. Und 4 Supporter. Und dadurch, dass wir nicht mehr für jedes Einzelsystem ein Admin haben, heißt das, dass die Core-Admins den ganzen Kram mitmachen. Mir wäre es am allerliebsten, wenn wir wieder in eine Situation kämen, dass ich für jeden Dienst, für E-Mail, für die Mailinglisten, für die Webseiten, für das OTRS und so weiter, jeweils mindestens eine Person habe, die sich einfach nur darum kümmert, also die da ihre Verantwortlichkeit hat, die sich das Monitoring so einrichtet oder die Monitoring-Mails kriegt, die quasi zumindest als einer der Empfänger informiert wird, wenn es dort irgendein Problem gibt, die ein bisschen ein Auge drauf hat, dass das Ding läuft und die auch versteht, wie es läuft und die dann vielleicht auch die Dokumentation geeignet ergänzt und den ganzen Kram. Diese Leute haben wir, bis auf wenige Ausnahmen, im Moment nicht. Und das heißt, die Core-Admins machen den Kram mit. Das ist ein bisschen viel. Durch den großen Ausfall hatten wir natürlich alle Hände voll zu tun. Ich selber sitze in Sachsen, da ist die Fahrt nach Offenbach ins Rechenzentrum so 350, 400 Kilometer. Loki sitzt ein bisschen näher dran, das sind für ihn so etwa 150 Kilometer. Die hat er in der Zeit zwischen ungefähr 20.12. und Mitte Januar mindestens 4-mal zurückgelegt, eventuell sogar mehr, ich weiß es nicht genau. 6-mal sagt er so, okay. 6-mal. Und er hat die unglaubliche Zahl von über 300 Arbeitsstunden in dieser Zeit geleistet. Und er hatte keinen Urlaub. Er hat das quasi nebenher seine Tagesarbeit erledigt. Ja? Also irgendwo müssen die Brötchen ja herkommen. Also ist eins klar, die Bundes-IT braucht personelle Verstärkung. Weil wir im Moment auch ehrenamtlich arbeiten, haben wir auch zusätzlich das Problem, dass wir tagsüber, wenn von den 5 Core-Admins alle einer Erwerbsarbeit nachgehen und vielleicht nur zufällig mal einer Urlaub hat oder krank ist, dass er irgendwie handlungsfähig ist, können wir ansonsten tagsüber einen Support nicht zeitnah garantieren. Das ist der Stand jetzt. Wir haben, unser einziger Angestellter für IT ist dauerhaft krank und steht nicht zur Verfügung. Und diese Situation kann ich so auch nicht anders lösen.
Ich sehe auch nicht, dass wir jetzt da an der Stelle, also was wir da für eine Lösungsmöglichkeit hätten. Deswegen kann ich nur darum bitten, wenn ich für irgendwas eine Meldung kriege, mitten in der Nacht oder von mir aus früh morgens oder im Laufe des Vormittags, und das ist nicht um 14 Uhr schon wieder repariert, dann liegt das vor allem daran, dass gerade die Leute vielleicht ihrer Arbeit nachgehen müssen. Ich hätte theoretisch die Chance, mich auf meiner Arbeit auszustechen, einmal quer durch die Stadt zu fahren nach Hause, weil von Arbeit aus bin ich nicht handlungsfähig. Ich komme bei meinem Arbeitgeber durch die Infrastruktur nicht auf die Bundes-IT drauf. Ich müsste nach Hause fahren. Das mache ich in einem extrem dringenden Fall, wenn ich in Chemnitz im Büro bin und nicht gerade irgendwo bei einem Kunden vor Ort. Das geht mal. Sowas mache ich zweimal im Jahr. Aber das kann nicht zum Dauerzustand werden. Es gibt andere Leute, die tatsächlich auch während ihrer normalen Arbeitszeit an der Bundes-IT rumschrauben. Ich hoffe, das kriegt der Arbeitgeber niemals mit. Mal zu diesen Ausfällen. Ja, wir hatten schwere Ausfälle. Zu den ersten beiden Punkten habe ich schon was gesagt. Das ist ein Risiko, das in der IT jetzt einfach manchmal besteht. Das ist ein Risiko, das hätte ich vorher für so gering eingeschätzt, dass ich dafür auch nicht weitere Vorkehrungen getroffen hätte, und die wären auch nicht so ganz billig. Das ist etwas, ey, wenn diese Switche weg sind, dann ist die IT weg, also nicht erreichbar. Was dazu passiert ist, dass auch noch die Backups über den Jordan gegangen sind, das sollte nicht passieren. Aber das haben wir jetzt mit dem neuen Storage-System hoffentlich gelöst. Die Firewall habe ich auch schon erwähnt, die haben wir ersetzt, ohne dass das irgendwie nach draußen überhaupt merkbar war. Und zu dem Storage-System, naja, ich glaube, sobald das Ding da ist, wird sich Loki im Rechenzentrum einfinden und das Ding einbauen. Also wir haben das tatsächlich hingekriegt. Hier ist noch ein Punkt drin, den ich noch nicht erwähnt hatte. Es gab vor ein paar Tagen, zwei, drei Tage, mal ein bisschen Schwächeln von den Pads. Das wäre zum Beispiel so eine Aufgabe, die so ein Einzeladmin, der sich tatsächlich um die Pad-Server kümmert, übernehmen könnte, dass er das im Blick hat. Wir haben es tatsächlich versäumt. Asche auf mein Haupt. Unser Monitoring so sorgfältig auszurollen, dass wir den Plattenfüllstand der Datenbankserver, die hinter den Pads hängen, überwacht hätten. Das heißt, da ist einfach eine Platte vollgelaufen. Und dann hatten wir genau die Situation, passiert ist es morgens um 9:30 Uhr, und bis es gefixt war, war es nachmittags um 3 Uhr, bis mal jemand Zeit hatte, sich drum zu kümmern. Weil, wie gesagt, ne, tagsüber schwierig. Ich mal kurz okay. Hälfte, Mann. Das sind unsere High-Prio-To-Dos. Ich wollte sagen Top 10, aber ich habe nachgezählt, es sind nur 9. Einrichtung des neuen Storage-Systems in den nächsten Tagen und dann wieder Einrichten und Prüfen der Backups auf dieses System. Dann der Umzug der Verwaltersysteme, also Sage und so, in diesen Zenpool, damit wir diesen Single Point of Failure F7 als einzige Hardware, wo das drauf läuft, wegkriegen. Das ist geplant für ein Wochenende im Februar. Ich glaube, 18. oder 19. ist das Wochenende. Zumindest die derzeitige Planung. Und die Aktualisierung der SSL-Zertifikate. Ich habe irgendwie kurz bevor ich losgefahren bin zur Marina von Grit noch eine Nachricht gekriegt. Ich habe jetzt die Nase voll, ich habe jetzt ein Wildcard-Zertifikat geschossen. Wir haben halt das Problem, wir haben eins gekauft Ende letzten Jahres von Startcom. Startcom hat durch einige Aktionen man muss schon fast sagen, betrügerischerweise dafür gesorgt, dass die großen Browserhersteller sagen, ihr als CA seid untragbar, euer Root-Zertifikat entfernen wir jetzt aus unseren Browser-Stores. Das heißt, die großen Browser liefern jetzt das Root-Zertifikat von Startcom nicht mehr mit. Damit ist unser Wildcard-Zertifikat von dieser Firma wertlos. Weil es erzeugt genau eine Fehlermeldung, als hätten wir uns ein selbst signiertes Zertifikat erstellt. Technisch macht das keinen Unterschied, verschlüsselt ist es trotzdem. Aber der Browser kann halt nicht mehr prüfen, dass die Zertifikate der Piratenpartei aus einer vertrauenswürdigen, offenen Quelle stammen. Wir haben versucht, uns mit Let's Encrypt zu behelfen. Das sind so kostenlose Zertifikate, die Google und ein paar andere anbieten. Die gelten aber immer nur 3 Monate. Man kriegt nur eine begrenzte Anzahl und es ist schweineviel Arbeit, weil wir, ich weiß nicht wie viele, ich glaube, wir haben so 200, 300 Domains insgesamt zu verwalten, und die haben alle nochmal Subdomains und Subsubdomains, und für jede einzelne Ebene, für jeden einzelnen Dings müsstest du ein eigenes Zertifikat schießen. Das ist extrem viel. Deswegen hat Griff irgendwann gesagt, Schluss jetzt. Ich weiß nicht, was das Ding gekostet hat, aber ich kriege es die nächsten Tage mal raus. So, dann haben wir noch ein paar andere Sachen. Die Bayern-IT, mit der war schon länger besprochen, dass wir ein DNS-System gemeinsam
betreiben. Die hatten zu der Zeit gerade neu eins angeschafft, also einen Vertrag abgeschlossen mit Domain auf Schatzmeister-Club. Und es wurde beschlossen, dass wir von der Bundes-IT dorthin umziehen. Teilweise ist das geschehen, ist noch nicht völlig abgeschlossen. Das ist eine der Sachen, die jetzt schnell passieren müssen. Du kannst dich aber jederzeit anrufen. Ausrollen, Monitoring, also ich tatsächlich noch rausgehen. Prüfen, haben wir alle entscheidenden Parameter aller wichtigen Systeme im Monitoring drin. Das muss auch tatsächlich nochmal nachgeguckt werden. Das ist derzeit ziemlich sicher nicht so. Warum auch immer. Fragen, die sich auf die Zeit beziehen, wo ich mich noch nicht so in der Bundes-IT eingemischt habe, kann ich halt unverständlich beantworten. Ich hab's nicht im Kopf. Dann planen wir, speziell mit der Bayern-IT jetzt Redundanzen aufzubauen. Das heißt, was wir gerne möchten, ist ein kompletter Sync, zumindest der Webseiten. Das ist jetzt mit der Bundeswebsite zum ersten Mal insofern passiert, als dass die jetzt von der Bayern-IT ausgeliefert wird. Wir würden aber gerne auch unsere WordPress-Multiseite-Umgebung komplett Richtung Bayern spiegeln. 5, 7. Und wenn die Bayern möchten, können sie gerne auch ihre Webseite zur Bundes-IT spiegeln. Und dann kann man über eine einfache Umschaltung in diesem Power, in dieser Domain-Offensive, in diesem DNS, dafür sorgen, dass die Webseiten entweder von da oder von da ausgeliefert werden. Wenn da irgendwo eine Störung auftritt, egal auf welcher Seite, wäre man relativ schnell handlungsfähig und in der Lage, nach außen hin den Dienst wieder zur Verfügung zu stellen. Das ist auch bereits konkret angedacht. Also ich bin da mit Basing in Kontakt. Dann, ja, die Redmine-Systeme müssen umgezogen aktualisiert werden. Tobias, sobald wir deinen VPN-Zugang hingekriegt haben, kannst du da loslegen. Die stehen in demselben Netz, wo jetzt noch das Sage steht. Dieses Netz hat bei uns intern den schönen Namen altes Drecksnetz. Das muss weg. Scheiß Drecksnetz. Scheiß Drecksnetz. Ja, genau. Den mit Ausrufezeichen. Mit Ausrufezeichen. Altes Drecksnetz, Ausrufezeichen. Das muss weg. Das ist ein Netz, das ist ein 10.10.00/16. 16 heißt, da sind ganz, ganz viele Systeme in einem großen Netz. Das ist Rotz. Das ist eine Altlast aus Zeiten, wo die Piratenpartei ihre IT noch in Frankreich bei OVH gehostet hat, also vor 2010. Die hat sich halt irgendwie erhalten, weil niemand so richtig mal aufgeräumt hat. Dort stehen noch eine Handvoll Systeme, das OTAS, die Redmine-Systeme und das Sage und noch ein uralter Main-Server. Und die müssen da raus und dann können wir dieses Netz beerdigen. Und unsere neue Struktur 10.11 irgendwas intern, die ist halt schön klein gegliedert. Dadurch kann man dann auch sehr viel besser steuern über die Firewall-Einträge, wenn jemand einen VPN-Zugang hat, wo er eigentlich hin darf. Das ist jetzt ein bisschen schwierig und tricky. Dann noch der Punkt Betriebshandbuch fertigstellen. Wir haben tatsächlich im November zum ersten Mal angefangen, die ganze IT großflächig zu dokumentieren. Dabei sind 16 große Flipcharts entstanden, die ich teilweise, ja, aber fast komplett in so Bilder umgewandelt habe, wie das eine über den Hardwareaufbau, das wir eben gesehen haben, zu den einzelnen Diensten. Und diese Bilder wiederum landen jetzt in einem Betriebshandbuch, wo noch einiges anderes drinsteht, so zutrittsberechtigte Rechenzentrum und ne, was man in so einem Betriebshandbuch halt alles haben will. Das ist quasi meine persönliche Baustelle. Damit haben wir zum ersten Mal in der Geschichte der Bundes-IT eine Dokumentation ihrer IT. Also, einen schönen Ordnung. So, dann noch was zu dieser Kostenseite. Das war eigentlich der Punkt, der mich in dem eingangs eingeführten Zitat aus diesem Antrag am meisten aufgeregt hat, weil das völlig ohne Sinn und Verstand ist, was da in die Welt versäumt wird. Im Moment haben wir für das Hosting, veranschlagen wir etwa 24.000 Euro pro Jahr. Wir kriegen jeden Monat vom Host eine Rechnung, die liegt knapp unter 2.000. Das ist einfach für zwei Racks, die wir da stehen haben, Strom, Klima und halt die anderen Leistungen, die der für uns so abbringt. Andro hat mal eine Schätzung gemacht und er hat meine Zahl eben korrigiert. Er hat eine Umfrage gemacht über alle Landesverbände und hat einige andere Gliederungen noch befragt und hat dann mal so ein bisschen versucht zu extrapolieren. Und seine Schätzung ist, dass diese Partei insgesamt über alle Gliederungsebenen hinweg im Jahr etwa 250.000 Euro für IT ausgibt. Und da spielt jede Kleckerles-Webseite, wo irgendein Kreisverband sich bei Hetzner einen Auftritt gemietet hat, eine Rolle. Wenn ich auch nur 15% davon anzapfen könnte, ja, hätte ich doch in der IT keine Sorgen mehr. Und was geplante Weiterverrechnungen angeht, es gab durchaus mal Gedankenspiele, ob man zum Beispiel, wenn man einen Landesverband oder Kreisverband irgendwie
Mail-Infrastruktur, Website oder sonst was zur Verfügung stellt, ob man dafür Geld nimmt. Aber wenn, wäre es erstens nicht viel gewesen. Zweitens muss man dann, hat man den ganzen bürokratischen Überbau, man muss SLAs schließen und so weiter und so fort. Da wüssten wir im Moment gar nicht, wer das alles leisten und betreuen soll. Weil das macht einen erheblichen Verwaltungsaufwand auch. Und dafür haben wir gerade keine Leute, vor allem auch keine Prozesse und nichts. Das jetzt aus dem Boden zu stampfen, auf die Schnelle, halte ich für illusorisch. Insofern waren das alles immer nur Gedankenspiele, sind über diesen Status nie hinausgekommen. Und im Moment finanziert sich die Bundes-IT ja tatsächlich auch durch den Schatzmeisterclub. Das heißt, alle Landesverbände über das Organ Schatzmeisterclub geben Geld dazu, damit diese 24.000 Euro und halt noch ein paar tausend Euro extra für ein paar andere Sachen pro Jahr bereitgestellt werden. Für das Jahr 2017 waren eigentlich geplant 30.000 Euro. Davon, wie gesagt, braucht die Bundes-IT 24.000 Euro und vielleicht, weiß nicht, 2.000, 3.000 Euro für Reisekosten. Ich meine, Loki möchte sein Spritgeld für die Fahrten und das EZ dann auch irgendwie wieder haben. Ansonsten sind dem IT-Budget merkwürdigerweise Dinge zugeordnet, wo mir bisher auch noch keiner sagen kann, was das eigentlich ist, aber bei der Schatzmeisterei trudelt regelmäßig eine Rechnung ein. Also richtig mit uns zu tun hat jedenfalls nichts. Das frisst dann halt den Rest von den 30.000. Ja, da gibt es Systeme, die haben auch ganz witzige Namen. Ich komme gerade auf keins. Schokokeks.de oder org oder so ist eins. Da kommt regelmäßig eine Rechnung. Buchhalterisch wird das alles ins Bundes-IT-Budget gebucht, aber ich weiß nicht, was es sein soll. Also insofern ist mit diesen Kosten, was IT verursacht und so, ist alles immer so ein bisschen schwierig. Aber die 24.000, das ist tatsächlich die Hausnummer, was wir an reinen Hostingkosten ungefähr pro Jahr zahlen. Und, wie gesagt, mir wichtig, es ist von Seiten Bundes-IT jetzt ja nicht angedacht, irgendwelche Dinge weiter zu verrechnen. Das ist Bullshit. Und dann eine ganz große persönliche Bitte von mir. Ich habe einen ziemlich breiten Rücken. Wenn ihr euch an irgendjemanden austoben wollt, weil bei der Bundes-IT irgendwas scheiße läuft, und ja, es läuft vieles scheiße gerade, dann sprecht mich an. Aber geht nicht die Leute in meinem Team an. Ich habe keinen Bock darauf, dass mir von den paar Hanseln, die ich da habe, jetzt noch einer wegbricht, weil er sagt, mir steht es jetzt hier, ich habe keine Lust mehr. Das können wir uns gerade nicht leisten. Das können wir uns nie leisten. Und es gab natürlich auch aufgrund des Ausfalles gegen Jahresende berechtigte Kritik und die wurde. Ich verstehe auch den Unmut von jedem, der irgendwelche wichtigen Dinge zu tun hat, wo es nicht funktioniert. Oder wenn irgendein Ticket tatsächlich mal untergeht und lange nicht bearbeitet wird, dann wendet euch bitte an. Also der ordentliche Weg ist immer erstmal ein Ticket und wenn es das Ticket gibt und es ist dringend oder es dauert euch zu lange, wendet euch bitte an mich direkt. Ich versuche dann irgendwie zu helfen oder fragt auch über Support-App nochmal nach. Jan sitzt hier, der weiß, dass die Leute im Support sich dann auch drum kümmern. Es ist vielleicht nicht sinnvoll, euren Twitter-Account zu deaktivieren. Ich denke mal, der meiste Mist, den die IT am Kopf geschmissen bekommen, geht über den Twitter-Account von außen. Das ist eins der Hauptkommunikationsmittel, das wir haben, um Dinge in die Partei zu tragen. Was ja, das vielleicht Ding fragt ihr nur raus, aber diskutiert nicht. Ich meine, ja, netter Vorschlag, aber ich kriege meine Leute da auch manchmal nicht mehr eingefangen. Loki hat tatsächlich ja auch sowohl auf seinem privaten Blog als auch über Twitter um die Jahreswende auch ein paar Sachen rausgehauen, weil das halt echt, ich habe es eben gesehen, der hat 300 Arbeitsstunden geleistet in 4 Wochen. Dem hat es teilweise hier gestanden. Der wäre an manchen Tagen, wo Schneechaos und Glatteis und sonst was angesagt wäre, hätte der sich trotzdem abends ins Auto gesetzt und wäre nach Offenbach gefahren, wenn ihn nicht irgendjemand davon abgehalten hätte. Das sind Dinge, das ist tatsächlich auch im grenzwertig. Da bitte ich nur, kann ich nur um Verständnis bitten, auch für die Leute, dass die ihren Unmut und ihren Frust dann manchmal auch irgendwie rauslassen müssen. Nehmt es ihnen bitte nicht so krumm. Ich versuche beide Seiten dann irgendwie auch so ein bisschen zu besänftigen und zu sagen, hey, ich stehe hier, mein Team ist hinter mir und wenn ihr was wollt, dann schießt erstmal auf mich. Ich bin schwer zu verfehlen, das ist auf jeden Fall gut so. Ich darf das sagen. Also, eigentlich bin ich mit meinem Vortrag jetzt durch. Gibt es denn irgendwie Fragen, Dinge? Ich stehe zur Verfügung. Vielen Dank für die Arbeit.